Ja, liebe Medienvertreter, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel der Adler gegen die Fishtown Penguins. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch die beiden Cheftrainer begrüßen, Thomas Poppig auf Seiten der Gäste und Sean Simpson, Head Coach der Adler. Und dann bitte ich als erstes den Gästetrainer um sein Statement. Ja, guten Abend erstmal. Ja, Glückwunsch an Mannheim zu den drei Punkten. Ich kann natürlich jetzt gerade nur über meine Mannschaft reden und da habe ich ja, für unsere Verhältnisse ein sehr engagiertes Auftreten gesehen heute. Wir haben gerade im ersten Drittel versucht, das Tempo aus dem Spiel von Mannheim rauszunehmen. Haben selber dann eigentlich in einer Offensivbewegung und auch viele oder einige Chancen erarbeitet. Nur wenn man natürlich hier in dem Moment was mitnehmen möchte, muss man natürlich gerade die 2-1-Situation oder die Überzahlsituation besser und konsequenter ausspielen. Haben wir nicht getan und sind denn gerade im zweiten Drittel im Start ordentlich reingelaufen, haben ordentlich Lehrgeld bezahlt. Wir haben zu viele Scheibenverluste gehabt, Turnover und dann hat natürlich die Qualität von Mannheim gezeigt, wie es schnell gehen kann, dass du erstmal hinten bist. Und wir haben uns aber trotzdem wieder berappelt, versucht sauber und sicher zu stehen und gehen ins letzte Drittel mit einem 4-2 und haben dann natürlich diese Möglichkeiten nicht mehr uns so erarbeiten können, sind immer Gefahr gelaufen, auch in Konter zu laufen. Und dann war es letztendlich verdient. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Und ich denke, wir können soweit zufrieden sein mit dem Auswärtsspiel, obwohl heute, glaube ich, für uns mehr drin gewesen wäre. Vielen Dank, Herr Poppig, für Ihr Statement, Sean. Glückwunsch zum Sieg. Dein Statement, bitte. Dankeschön. Ich glaube, unser Start, unser erster Drill war nicht wie vorgestellt. Bremerhaven hat sehr stark gespielt. Wir mussten Dennis Andras danken, dass es nicht vielleicht 2-3-0 war gegen uns vor unser erster Powerplay-Tor. Die Reaktion nach der ersten Pause war sehr stark und deutlich. Erste 10 Minuten oder so. Die letzten 10 Minuten von der zweiten Drill war wirklich nicht so solid wie vorgestellt. Und der letzte Drittel war wirklich nur ein Austausch von Chance auf beide Seiten. So, ich glaube, Bremerhaven hat sehr stark gespielt. Wir haben eine starke Phase gehabt und das war, wenn wir drei Tore geschossen haben, und das war genug für die drei Punkte. Aber allgemein über die ganzen 16 Minuten muss man sagen, wir müssen wirklich besser sein, wenn wir wollen regelmäßig zu punkten in dieser Liga. Danke. Vielen Dank, Sean. Gibt es an dieser Stelle Fragen von Seiten der Presse? Sean, du hast es schon angesprochen, du hast es auch schon mehrmals in dieser Saison gesagt, dass du mit einer Reaktion deiner Mannschaft zufrieden bist. Aber warum muss es denn erst immer so weit kommen, dass die Mannschaft eine gute Reaktion zeigt? Warum geht es nicht von Anfang an? Ja, das ist eine gute Frage. Weitere Fragen? Eins noch, du hast, glaube ich, schon Ende des ersten Drittels, wenn ich richtig gesehen habe, umgestellt, Spare gegen Tardif getauscht. Was war die Idee dahinter und wie zufrieden warst du damit? Der Grund war, dass wir nicht gut gespielt haben. Ich muss ein bisschen reagieren. Und das Resultat war gut. Ich glaube, nachher Tardif hat sehr stark mit Wolf und Radicke gespielt und Sparra auch hat drei Assists, glaube ich, in das Spiel oder zwei und hat sehr, sehr gut funktioniert mit Chad und Uli. Weitere Fragen? Es ist alles beantwortet. Dann wünschen wir unseren Gästen noch eine gute Heimreise. Viel Erfolg für die kommenden Spiele. Für unsere Adler geht es dann weiter am Sonntag in Nürnberg, dann am Dienstag das Auswärtsspiel in Ingolstadt. Und wir sehen uns dann hier in der SAP Arena wieder am 21.10. um 19:30 Uhr geht es los, dann gegen die Iserlohn Roosters. Bis dahin einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.